Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Jetzt ist die perfekte Zeit auf Erden, um dies zu tun. Thymos, das Kollektiv der aufgestiegenen Meister, gechannelt durch Daniel Scranton am 13. Juni 2024, übersetzt von Wolfgang. Segnungen. Wir sind Thymos. Wir sind das Kollektiv der aufgestiegenen Meister. Ihr zeigt euch auf so vielfältige Weise für andere auf der Erde, und wir, die wir in den höheren Sphären sind, schätzen jeden einzelnen von euch und eure Bemühungen. Wir möchten die Bedeutung dessen hervorheben, dass ihr zu dieser Zeit hier seid. Denn ihr könntet an so vielen anderen Orten im ganzen Universum sein, aber ihr habt euch entschieden, zur Erde zu gehen, um dort Erfahrungen zu machen, weil ihr die Möglichkeiten gesehen habt, die so großartig für eure Transformation und spirituelle Entwicklung sind. Es ist die perfekte Zeit für euch, um diese Transformation zu erleben. Sie steht euch jederzeit zur Verfügung und alles, was ihr tun müsst, ist, die Kontrolle über euer Leben loszulassen. Lasst das Bedürfnis los, alles zu orchestrieren und alles so zu machen, wie ihr denkt, dass es sein sollte. Und wenn ihr loslasst, lasst ihr mehr von eurer persönlichen Transformation zu, und dann werdet ihr sehen, dass ihr auch die Welt außerhalb von euch transformiert, um euch dort zu treffen, wo ihr jetzt seid. Das bedeutet, dass ihr jeden anderen genau dort sein lasst, wo er ist, und akzeptiert, dass jeder genau dort ist, wo er auf seiner Reise zu diesem Zeitpunkt sein muss. Ihr müsst die Reise von niemandem anderen dirigieren und ihr könnt jeden in dem lassen, was ihr als eine selbst geschaffene Täuschung betrachten könntet. Das ist in Ordnung, denn sie profitieren immer noch in gewisser Weise davon, genau dort zu sein, wo sie sind. Und so lasst ihr die Spaltung los und überwindet diese Idee der Trennung, die ihr auf der Erde zu dieser Zeit noch habt. Ihr könnt die Wir-gegen-Sie-Mentalität in dem eigenen Geist überwinden und allen erlauben, dort zu sein, wo sie sind, und alles so sein zu lassen, wie es ist, damit ihr euch in den Meister verwandeln könnt, der in der Lage ist, denen zu helfen, die bereit sind, Hilfe zu erhalten. Es wird immer diejenigen geben, die eure perfekten Schüler sind, diejenigen, die genau für das bereit sind, was ihr ihnen beibringen müsst, und sie können vor eurer Tür stehen, wenn ihr alle Vorstellungen loslasst, die ihr davon habt, wo ihr als Meister, als Lehrer und als Führer in der Evolution des Bewusstseins stehen solltet. Lasst die Dinge sich entfalten und seid geduldig, nehmt euch Zeit und vertraut darauf, dass alles in perfekter Ordnung ist, so wie es auf der Erde und in der gesamten Galaxie und im Universum ist. Seid eins mit dem Moment, in dem ihr euch befindet, und fühlt, wie ihr euch in diesem Moment transformiert. Ihr seid bereit, und jetzt ist die Zeit gekommen. Es hat nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, um sich zu transformieren, während man auf dem Planeten Erde lebt. Und ihr wusstet immer, dass ihr für diesen Prozess wach sein würdet. Ihr wusstet immer, dass ihr zu denjenigen gehören würdet, die an vorderster Front stehen, um dem Rest der Menschheit bei diesem enormen Sprung nach vorne in eurer spirituellen Evolution zu helfen. Es mag so aussehen, als wäre alles komplizierter, als wir es euch gerade erklärt haben, aber wir versprechen euch, dass es nicht so sein muss und es auch nicht so ist. Lasst einfach los. Ergebt euch und ihr werdet euch verändern und anderen den Weg zeigen,
den ihr zum inneren Frieden, zum inneren Heiligtum, zu dem Bereich in euch, der alles und alle Schwingungen enthält, entdeckt habt. Das ist alles für den Moment. Wir sind Thymos. Wir sind das Kollektiv der aufgestiegenen Meister. Und wir sind immer unter euch. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.